Ein flauschiges Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Renowned Explorers. Der Hexendoktor wartet auf uns. Ihr seht es schon. Hier ist unser eigentliches Ziel, Unexplored. Es kostet uns ein Supply, das letzte. Wir haben ja extra die Runde so gewählt, dass wir hinterher noch genau ein Supply haben würden. Außerdem ist hier natürlich wieder eine Auseinandersetzung. Ich glaube, am Ende jeder Expedition wartet sowas auf uns. Diplomat, Archaeologist, weiß ich nicht, ob das hinhauen wird. Treasure, ich hoffe sehr, wir kriegen den Schatz. Das Epic Encounter und Wits Challenge. Tactician, okay, es könnte hinhauen. Wenn wir einen Tactician brauchen, könnte es hinhauen. Ich fürchte nur fast, aber wir gucken einfach mal, wie es läuft. Auf geht's. This is it, the Witch Doctor Village. Maybe Victor and the crew will be able to get a rare local treasure for your collection there. Also, das ist es. Das Dorf des Hexendoktors. Vielleicht werden Victor und seine Crew in der Lage sein, hier einen seltenen lokalen Schatz für ihre Sammlung zu ergattern. Once you visited the village, the expedition will be over and you return to the open world. Wie immer also, sobald wir unser Endziel erreicht haben, wird die Expedition ein Ende finden und wir werden zurückkehren zur Weltkarte, wo wir dann unsere ganzen schönen verdienten Punkte, die ihr hier oben seht, da... Ich hoffe, ich habe die Maus jetzt gerade eingeblendet, sonst seht ihr einfach nur lustige Sachen aufploppen. Wo wir die dann in Renown umtauschen und eben in unsere Punkte. Are you and your crew ready to continue? Sind wir bereit und wie wir das sind? Wir haben nämlich gar keine andere Wahl. Uns sind die Vorräte ausgegangen und wir müssen langsam zum Ende kommen. Tribal Treasures. What a unique village. The villagers are all gathered around a central place where an event is taking place. You only hear, "Man, these people are boring. I will not give them a treasure. Send them away." Also was für ein einzigartiges kleines Dorf. Die Dorfbewohner sind alle in der Mitte des Platzes versammelt und dort findet gerade ein Event statt. Und alles, was wir hören ist, "Ah, die Leute sind langweilig und ich werde ihnen keinen Schatz geben. Schickt sie weg." Das muss der Hexendoktor gewesen sein. Wir erinnern uns auch, wir haben, glaube ich, letztes Mal war es diese netten anderen Dorfbewohner getroffen und waren in der Lage, sie ein bisschen zu beeindrucken mit unseren Geschichten. Ich glaube, besonders Kwame hat Eindruck gemacht. Und deswegen würden wir auch schon früher eine Audienz beim Hexendoktor bekommen. Wir gehen natürlich näher hin und schauen uns das Ganze an. Ich hoffe sehr, Sie sprechen von Rivalö, dem Sie keinen Schatz geben wollen. You're right. Oh je, das... Oh, doch, Kwame, 94%, das könnte gut gehen, aber oben erst. You're right, the witch doctor just sent two other explorers away. He turns his eye to Victor, obviously anointed another person has come to audit. Another annoying group of scallywags. Go away, you're not getting anything. Ah, wir haben natürlich recht, es ist der Hexendoktor und er hat gerade zwei Forscher weggeschickt. Er wendet sich uns zu, erblickt Victor... Und ist offensichtlich genervt, dass da nochmal jemand steht, der gerne bei ihm vorsprechen möchte und versuchen möchte, ihn zu erfreuen. Ach, noch eine nervige Gruppe von Nichtsnutzen. Schickt sie weg, sie bekommen nichts. Victor charmingly persuades the witch doctor to listen. Wir könnten also versuchen, mit Victors Charme zu arbeiten. Er bekommt 20%, hier seht ihr schon, vom Diplomaten. Aber das reicht natürlich nicht. Philipp, hat noch viel weniger Chancen, denn er hat gar keine Perks. Was wir allerdings haben, ist unser lieber Kwame mit 94%. Die 5% Base Chance, also die Grundwahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen, schon mal 5%. Außerdem 34% Speech Power, 15% vom Speaker und 14% von Diplomat. Ich würde doch mal sagen, wir probieren's. Er müsste jetzt ja schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir das nicht hinbekommen. Yay! Just like with most old people, Kwame has to put in a lot of effort to make a point. But after a few minutes of loud conversation, the witch doctor is at least stalled. Okay, well, let me consider. Also wie bei den meisten alten Leuten, wir erinnern uns, Kwame ist der Älteste unserer Gruppe und auch nicht mehr so der Jüngste im Ganzen. Kwame muss sich sehr anstrengen, um zum Punkt zu kommen und zu vermitteln, was er möchte. Aber nach einigen Minuten... wo sie sich sehr laut unterhalten haben, wie alte Menschen das halt gerne so machen und ich manchmal ja auch und ihr vielleicht auch. Wenn man diskutiert und erklärt, dann wird es auch schon mal lauter und man vergisst, dass man gerade keinen 80-Jährigen mit Hörgerät, das gerade nicht funktioniert, vor sich hat. Ist der
Hexendoktor zumindest bereit, uns ein wenig zuzuhören. Und na gut, lasst mich das überleben. Great, maybe he'll give us a treasure. Also großartig, vielleicht wird er uns einen Schatz geben. The Witch Doctor turns to his audit committee. Also der Hexendoktor wendet sich seinem Komitee von Zuhörern zu. Are these young fools on the list or something? Are these people amusing of some sort? Sind diese jungen Leute, also sind diese jungen Leute auf meiner Liste oder irgend sowas? Sind sie irgendwie amüsant? Irgendwie? Ein bisschen? Vielleicht? Ja? Und, oh, it looks like your chance is depending on these guys. Und es sieht so aus, als würde unsere Chancen würden von diesen Kerlen abhängen. Und jetzt freue ich mich besonders, denn das müssten theoretisch, die sein, die wir ohnehin schon beeindruckt haben. Let's see. The audit committee puts in a good word for you. They tell the witch doctor how strong your personality is and that he should hear you out. It seems your previous approach has benefited you. Also das Komitee legt für uns ein gutes Wort ein, wie sie es ja auch versprochen hatten, und sagen dem Witch Doctor eben, dass wir eine starke Persönlichkeit hätten und dass er uns auf jeden Fall mal anhören sollte. Und ja, da kommt uns eben unsere kleine Runde zugute, wo wir die ja schon mal getroffen haben. Good job, Committee, oder eben time for my jokes to shine. This crew member is a pranking trickster. Das ist gut, das heißt, wir nehmen natürlich das hier mit den plus 5 Speech. The Witch Doctor turns to you again. Also, der Hexendoktor wendet sich uns schon wieder zu. Okay, fine. Amuse me. Hm, na gut. In Ordnung. Amüsiere mich. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht zu nervig, wenn ich sie so verstelle. Ich weiß gerade auch nicht. Clown gefrühstückt und so, ne? Wir könnten ihn also jetzt ein bisschen tanzen lassen. Das bringt uns aber nichts. Wir sehen hier schon hübsch grün indiziert. Grün hervorgehoben, dass wir ihm lieber einen kleinen Joke über die Hyänen erzählen sollten, dann bekommen wir plus 2 Collect. Und das tun wir natürlich auch, denn Gold ist wichtig. Davon kaufen wir Sachen. Wir werden uns zwar diesmal vermutlich nicht viel leisten können, aber das macht ja nichts. Philip jokes about the hyenas hits the right spot. The whole village is crying with laughter. That was the best joke I've ever heard. You're the funniest person I know. Also, Philipp erzählt eben einen Scherz über die Hyänen und damit trifft er genau ins Schwarze und das ganze Dorf biegt sich vor Lachen. Also, sie haben schon Tränen in den Augen, so sehr müssen. Ich kenne das vielleicht, wenn man so lacht, dass einem A, der Bauch wehtut, B, man das Gefühl hat, dass man Muskelkater in den Backen bekommt und C, dass einem wirklich schon die Tränen kommen. Das ist wunderschön, wenn man so lachen kann. Es war der beste Witz, den ich seit langem, gehört habe. Du bist die witzigste Person, die ich kenne. Ach, wie gut, dass wir unseren Philipp haben. He orders some villagers to bring an item, the golden Shibara. What a magnificent treasure. Well, he deserved this, but... Also er ordnet einige, er befiehlt einigen Dorfbewohnern, er ordnet an, dass sie ihnen den Schatz bringen, den goldenen Shibara, was auch immer das ist. Was für ein... Wahnsinnig toller und beeindruckender Schatz, aber... das verdient ihr, aber... Jetzt kommt das große Aber, wir müssen ihn vermutlich nochmal besiegen. Well, that was hilarious, I swear. You can have this 2 hours of us. Please tell another joke first. I just need one more giggle. das war sagenhaft. Ich schwöre, ihr könnt den Chivara haben, aber bitte, erzählt mir nur noch einen weiteren Scherz. Ich muss noch ein bisschen kichern können. Philipp cracks another joke oder no, it's enough. Wir nehmen natürlich den anderen Joke. Also Philipp sieht jetzt zwar nicht unbedingt glücklich aus, aber komm, wir erzählen noch einen Witz. Philipp's new joke, while it's a little less funny than the previous joke, still makes the witch doctor laugh uncontrollably, but to Philipp's frustration, the witch doctor still wants more. Also Philipp erzählt noch einen Scherz. Mir fällt jetzt auf die Schnelle kein so guter Scherz wie ihm ein. Er würde da bestimmt was total Gutes reißen. Und es ist ein wenig weniger witzig als das Ganze mit den Hyänen. Aber trotzdem muss der Witchdoktor unkontrollierbar lachen. Allerdings möchte er dann auch, wie ein kleines Kind des Abends nicht schlafen möchte, einfach noch einen Scherz hören. Erzähl mir noch eine Geschichte. Well, that was hilarious. I swear you're gonna have this tomorrow, but please tell me another joke first. I just need one more giggle. Bitte, Mami, erzähl mir noch eine gute Nachtgeschichte, dann werde ich auch sofort schlafen gehen. Ich verspreche es hoch und heilig bei all meinen Lego-Männchen. Na gut, wir versuchen es also nochmal. Ein weiterer Scherz.
Wir haben denselben Text nochmal. Nochmal. Wir gucken mal, ob wir... Okay, nachdem wir jetzt also ungefähr gefühlte 100 Scherze erzählt haben und der Abend, der Tag sich langsam dem Ende zuneigt und Philipp irgendwie auch ein bisschen die Witze ausgehen, haben wir jetzt einfach genug. That's quite enough of this tomfoolery. The witch doctor still wants more free entertainment. Come on, one more time, do it for the exposure. Also, es ist genug von diesem Tomfoolery. Herumgealberei, sage ich jetzt einfach mal. Der Witch Doctor möchte mehr und mehr Scherz. Wie gesagt, wie so ein kleines Kind, das einfach nicht merkt, wenn es genug ist und es auch endlich mal nachgeben sollte. Komm schon, einmal noch. Für uns alle hier. You want to face the Witch Doctor, but he's in an indomitable spirit. A polite decline for a minor treasure might be a better option. Oh je. Also wir möchten gerne den Hexendoktor herausfordern, aber er ist in einem indomitable spirit. Also er ist irgendwie besonders gut drauf. Eine höfliche Zurückweisung für einen etwas geringeren Schatz könnte eventuell eine bessere Option sein. Risk it, face the witch doctor or politely. Ich würde mal sagen, wir hatten letztes Mal so viel Glück. Wir probieren es einfach. Oh, come on. Oh, come on. I swear you can have Chiwara, but such a nice old man too. Please entertain me one more time. He is determined to keep you around forever. Also, ach, komm schon, ich schwöre euch, ihr könnt den Chiwara haben. Ich bin so ein netter alter Mann. Unterhaltet mich doch noch ein bisschen mehr. Ja, wir starten jetzt einen 3-Sterne-Encounter und schauen einfach mal, dass wir ihn hoffentlich besiegen können. Lauft, Leute! Hopp, hopp! Okay, wir sollten das Ganze friendly klären, dann bekommen wir nämlich einen Treasure und am allermeisten. Oder aggressive, dann würden wir zumindest Gold bekommen. You take the Chiwara und hier nehmen wir halt den Chiwara, wenn wir es schaffen, es freundlich zu lösen. Außerdem Study und viele andere Tokens, zwar ein wenig weniger Geld, aber das macht ja nichts. Mal gucken. Stop the needy Witch Doctor. Also letztlich könnten wir alle ignorieren und müssen nur den Witch Doctor besiegen. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir das. Wir sollen es ja freundlich lösen. Hoffen wir einfach, dass das Glück uns nicht verlassen wird. Lassen wir ihn hier hinlaufen und ihn hoffentlich... Also mit den Anhängern scheinen wir wenig Probleme zu haben. Jetzt bitte noch einmal Quarm in Richtung Witch Doctor laufen lassen. Ja, komm, Quarm. Ach so, habe ich ja schon. Okay, damit endet unser Turn auch schon. Physical Attacks have 50% more attack. Also, die Stimmung ist gut. Das heißt, eigentlich ist es nicht ganz so schlecht. Ich hoffe einfach, ich bereue nicht, dass ich gerade eben so mutig war. Denn natürlich könnte es auch sein, dass die Dorfbewohner... Toll. ...uns überrennen und wir dann verlieren. Das kann auch immer passieren. Yay, es ist schief gegangen. Freue ich mich immer. Okay, es ist unser Turn. Kann ich den Witch Doctor... Nee, kann ich nicht. Moment, dann... Hätte ich doch ganz gerne mal... Ich kann mit dem auch nirgendwo hinlaufen, wo wir mit dem Witch Doctor irgendwie in Kontakt treten könnten. Okay, fangen wir erstmal hier an und hoffen, dass es hinhaut. Ah, verdammt. Er ist noch da. Das heißt, wir nehmen jetzt... Ich glaube, Quarm hat er meistens Speech Power. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal... Ups. Victor, lass ihn hier hinlaufen, hier unten. Ich möchte mir das aufbewegen, denn damit könnten wir, glaube ich, auch Verbündete heilen. Er muss jetzt den hier einmal fertig machen und dann lassen wir Quarm auf den Witch Doctor los. Ich weiß nicht, ob es das Klügste ist, was ich immer mache. Oh. Oh doch, wir können ihn hier hinschicken. Einer von den beiden kann, glaube ich, heilen. So, oh, das könnte ein längerer Kampf werden. Yay! Damit endet unsere Runde schon wieder. Ich habe Angst, ganz ehrlich. Achso, end turn. Ja, beende es. Denn es kommen natürlich immer mehr Villagers, die alle angreifen mit freundlichen Jokes und versuchen, unsere Crew auf ihre Seite zu bringen.
Und sie dann vermutlich... Oh, das war ein Bereichsangriff. Und sie dann vermutlich davon zu überzeugen, dass es am allertollsten wäre, wenn wir für immer einfach hier bleiben. Lass das. Lass Quame in Ruhe, Gott sei Dank. Für immer einfach hier zu bleiben und für immer Scherze zu reißen. Okay, Quame. Überzeuge den Witch-Doktor. Lass deine alte Mann-Magie wirken. Yay! Ich bin fast sicher, dass wir es irgendwann hinbekommen. Könnte ich nicht auch mit ihm? Oder muss ich da wirklich... Nee, ich muss da echt ganz nah dran sein. Moment, dann möchte ich erstmal ganz kurz... Kann ich mit ihm nicht irgendwie... Ich bin hier durch. Er steht an so einer ungünstigen Stelle. Es müsste allerdings, glaube ich... Geht auch nicht. Okay, wir machen es anders. Wir lassen ihn einfach hierhin laufen einmal. Und wir besiegen ein bisschen auf freundliche Weise, indem wir die Leute ermutigen. Besiegen wir die ein bisschen. Er müsste direkt diesen hier... Genau. Jo. Wunderbar. Jo. Warum sage ich jo? Egal. Die anderen sind wieder an der Reihe und es wird knapper für uns. Ojenko. Ich finde das so süß. Lass das. Besonders bei Victor. Der ist nicht so. Nein! Was zur Hölle? Dieser feige Kerl, ganz ehrlich. Also, Entschuldigung, sich da hinten hin zurückzuziehen, ist mehr als feige. Das kriegen wir aber hin. Moment, ist es das hier? Nee, das ist... Er besiegt den hier. Heartwarming, sehr schön. Ich müsste mit Victor jetzt einmal hier hin... Na toll. Mit ihm kann ich, glaube ich, gar nichts machen, weil wir alle zu weit weg sind. Undo Move. Nein, das will ich gar nicht. Ich möchte nur mit ihm gerne irgendwo anders hinlaufen. Und das kann ich... Aha. Moment, ich kann mal gucken, ob ich zuerst ihn angreifen und dann mich bewegen kann. Ich weiß gar nicht, ob es geht. Haben wir das schon mal ausprobiert? Erst angreifen und... Ah, no move left. Okay, dann beenden wir unseren Turn. Ich weiß, wie gesagt, einer unserer Crew kann heilen. Ich weiß nur nicht, welcher. Okay, es ist unser Zug schon wieder. Dann schauen wir doch mal das... Sag mal, diese kleine Kröte läuft wirklich genau dahin, wo wir nichts ausrichten können. Das gefällt mir nicht. Ich lasse jetzt Quam einfach mal hier runterlaufen. Ha, er trifft. Nein. Er trifft ihn nicht, er kann gar nichts machen. Okay, dann muss Victor erstmal den da hier überzeugen. Und ich versuche mal, unsere Crew wieder halbwegs auf einen Haufen zu kriegen, indem wir nämlich jetzt einfach Philipp auch in diese Richtung schicken. Es war nicht Philipp, der heilen... Nein, Philipp war es definitiv nicht, der heilen konnte. Er hat keinen Move. Er war es auch nicht. Oh, ah, wunderbar. Er hat doch geheilt. Okay, wir beenden den Turn mal und hoffen einfach, dass es irgendwie gut ausgehen wird. Lass Quame in Ruhe. Gut. Okay. Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen den Witch-Doktor. Es ist vielleicht nicht das Einfachste, aber ich möchte nicht bereuen, dass wir das gerade getan haben. Das heißt, wir lassen jetzt... Nee. Was habe ich gerade geklickt? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte mit Quame eigentlich das hier machen. Yay! Heartwarming. Wir kriegen es nach und nach hin. Nur mit ihm kann ich leider immer noch nicht, weil ich ja nicht auf dieses Feld kann. Deswegen gehen wir mit ihm mal an diese Stelle. Kannst du irgendwie sich selbst ihn... Sehr gut. Man kann nämlich gerade das Pleasant auch auf Teammitglieder anwenden und ich habe sonst ein bisschen Angst, dass Quame... Wobei ich mir fast sicher bin, dass der Witch-Doktor gleich wieder stiften geht, weil er Angst hat. Wie viel von seinen Verbündeten haben wir denn hier noch auf diesem Feld übrig? Da oben ist keiner mehr? Ah? Oh! Schaut so aus, als hätten wir dein ganzes Dorf schon überzeugt.
Ja, dann guck doch mal, was du anstellst, du kleiner Feigling. Wo bist du denn jetzt? Wo ist der hin? Moment, wo ist der blöde Witch-Doktor? Ganz da hinten, ich glaub's nicht. Okay, es ist ein etwas nerviger Kampf, wenn ich das mal so sagen darf. Einfach nur... Na gut, wir gucken mal. Wir heilen ihn. So. Jetzt beenden wir unsere Runde. Der Witch-Doktor nervt extrem, ganz ehrlich. Wenn er nicht die ganze Zeit weglaufen würde, wäre das gar nicht so schlimm. Wenn er einfach mal stehen bleiben würde und es wie einen Mann nehmen würde. Aber nein. Er haut ab und ist feige. Und das geht mir gerade so ein bisschen auf den Zeiger. Moment. Mit ihm könnte ich... Mit ihm erreiche ich ihn gar nicht erst. Moment, ich muss einmal ganz kurz rückgängig machen. Ich möchte mit ihm zuerst... Hoppala, falsche Taste wieder. Hier hingehen. Oder aber ich nehme das hier. Damit würde ich aber den hinteren auch nicht erwischen. Das heißt, wir machen jetzt da. Wir kriegen ihn schon klein. Irgendwie schaffen wir das. Ich weiß nicht, ob es das Klügste ist, wenn ich sie alle mal auf einen Haufen stelle, aber auf die Weise können sie sich wenigstens gegenseitig heilen. So, end turn. Wo gehst du jetzt hin, du Feigling? Oh, erzähl ihm was von Blumen. Du wirst es bereuen, Witch Doctor. Bereuen! Ich krieg dich! Und ihr müsst gar nicht alle auf Victor losgehen, nur weil er keinen Humor hat. Ach, jetzt geht's auf Quame. Ja, ja, ja. Ich krieg den Kleinen, versprochen. Ich sehe es gar nicht ein, dass ich den nicht klein bekomme. So. Tschüss, Witch-Doktor. Wir kriegen den Schatz. Ich will den haben und ich krieg den. Yay, wir haben gewonnen. Wir haben den Witch-Doktor überzeugt. Quame hat irgendwie das meiste dazu beigetragen. Kein Wunder, er hat, glaube ich, auch die meiste Speech-Power. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Yay, you did it. The Witch Doctor is amazed. Es hat sich also ausgezahlt, dass wir die größere Herausforderung genommen haben für den größeren Schatz. Wir haben es geschafft. Der Hexendoktor ist beeindruckt. I never thought to meet such amazing people in my old days. You deserve this Chihuahua treasure. I'm sure it's in good hands. Also, ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Alter noch solche großartigen Menschen treffen würde. Ihr verdient den Chihuahua, aber ich bin sicher, er ist bei euch in guten Händen. In besseren Händen als in den Händen von diesem Rivalö. Er ist nämlich doof. Der riecht. Okay, being friendly ist fantastic. Also, freundlich zu sein ist fantastisch. Haben wir nicht sogar einen Perk, der dafür sorgt, dass wir dann mehr bekommen? Der Chihuahua. Oh, 200 Renown. Das ist super. Okay, Athlete haben wir gar nicht. Beagle haben wir auch nicht. Das heißt, wir nehmen wirklich die 6 Collect. Das schadet dir auch nie. With a treasure in hand, you leave the village. Philippe brags that you really showed that witch doctor what you renowned explorers are all about. This expedition is a success. It's time to head back and take these treasures to the renowned explorers international society. Also mit dem Schatz in unseren Händen, den wir uns redlich verdient haben mit 100.000 Witzen, verlassen wir das Dorf. Und Philipp ist berüstet sich damit, dass wir dem Witch-Doktor ordentlich gezeigt haben, was so ein Renowned Explorer alles kann. Und wir sehen schon, bei Quam ist ein Pfeilchen, das heißt, wir dürfen ihn gleich ein bisschen aufleveln. Das ist sehr schön. 8 von 14, 16... Mit dem Mann haben wir eben kein Level abbekommen. Jedenfalls kehren wir jetzt zurück zur Society. Mali Wilderness is explored. Wir haben es friendly gelöst und haben... drei Schätze mitgenommen. Lassen wir uns doch einmal vorrechnen, was wir Wunderbares hier alles bekommen. Und dann gucken wir gleich, dass wir ein bisschen Punkte ausgeben für etwas mehr Renown. Ich fürchte... Ganz ehrlich, ich glaube fast nicht, dass ich für Rivalö... Oh, wir haben 2 Resolve bekommen, das ist gut. Ich glaube ehrlich gesagt nicht ganz, dass ich Rivalö nach dem Ende unserer ersten 5 Expeditionen schlagen kann. Aber wobei, wir sind schon auf Platz 6. Ich hatte allerdings gehofft, dass wir jetzt schon über 1000 werden. Ihr seht schon, uns fehlen noch über 1500. Und ich bin mir einfach nicht sicher, ob wir das hinbekommen können, ob ich dafür gut genug bin.
With a great adventure behind you, you can send a report to an explorer welcoming city. This will unlock new possibilities on the world map, but you can only unlock one city per expedition. Later expeditions might add new options. Also da wir jetzt erfolgreich von einem unserer Expeditionen zurückgekehrt sind, können wir jetzt einen Brief schreiben an eine Stadt, die Forscher willkommen heißt. Und auf diese Weise werden wir dann dort eben auch einkaufen gehen können. Und neue Expeditionen sorgen dafür, dass wir mehr dieser Städte freischalten können. Konstantinopel oder New Orleans? Ein Equipment Shop oder Entourage? Also entweder Verbündete und ein mittlerer Trinket Shop. Trinkets waren diese Sachen wie, wo wir jetzt, glaube ich, letztes Mal alles auf Speech Power gelegt haben. Und hier bekommen wir, was kriegen wir da? Okay. Also was ist uns wichtiger? Die Entourage Hall, also die Verbündeten wären in New Orleans besser? Oder ich würde aber sagen, wir gehen mal nach Konstantinopel. Salam, brave explorers. The Sultan has learned about your recent quest and is impressed by your bravery. Mani Sultan would like to invite you to the Topkapi Palace to recruit an entourage among the Ottoman elite. Regards, Grand Vizier Ibrahim Isbat. Also, Salam, ihr mutigen Forscher. Der Sultan hat von eurer letzten Expedition gehört und ist beeindruckt von eurem Mut. Der Sultan würde euch gerne in den Topkapi-Palast einladen, um dort neue Verbündete für euch zu gewinnen unter der Ottoman-Elite. Mit freundlichen Grüßen der große Vizier Ibrahim Isbat. Yay! Das heißt, wir sind jetzt Konstantinopel. Was haben wir noch? Wir haben hier Muscat, Trinkets, Moskau, Stockholm, Berlin, Paris und eben London. Ja, und wir sehen schon, wir haben noch drei Expeditionen, um es zu schaffen. Ich würde erstmal kurz gucken, was Kwame lernen kann. Wir haben ihn ja schon zum Quick Thinker gemacht. Er könnte jetzt entweder Limitless Excitement, this training can now be selected. Kwame and allies around him gain +1 excited each turn. This training can token in Timbuktu. Also wir könnten ihm entweder beibringen, dass er eben mehr excited, also freundliche Angriffe noch besser sind. Und das sind die Trinkets hier. Oder aber, dass wir 3 Campaign-Token in Timbuktu bekommen. Wollt ihr denn überhaupt nach Timbuktu? Was haben wir denn überhaupt alles Schönes? London, Paris, Berlin. Supermarkt. Wir müssten, glaube ich, noch... Jetzt sind wir in Konstantinopel. Ich gucke mal ganz kurz unsere Entourage hier an. Wir haben ja den Spezialisten, wo wir ein zusätzliches Study für jeden Friendly Encounter bekommen. Was haben wir denn hier für Spezialisten? Gain the Military Perk, Engineer... Ich würde gerne einen davon, ehrlich gesagt, holen. Oder es aber... Es ist so schade, dass ihr vorher nicht seht, was wir bekommen. Denn natürlich wäre es auch eine schöne Idee, das Ganze zu upgraden. Allerdings glaube ich... Ich möchte immer so gern etwa eine halbe Stunde aufnehmen und ich würde fast sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Ich gucke mich ein bisschen um und überlege, wie ich mir die Punkte ausgeben... Also überlege, wie ich die Punkte gerne ausgeben würde. Und dann machen wir das einfach nächstes Mal ganz schnell oder ich zeige euch nächstes Mal, was ich gemacht habe. Denn ich weiß nicht, also ich brauche halt immer ein bisschen länger dafür, weil ich so überhaupt keine Ahnung habe. Ich habe ja schon in den Kommentaren gelesen, es gibt Guides zu diesem Spiel, wo hübsch... gesagt wird, was wir alles machen müssen. Nur eine Sache weiß ich. Wenn wir das hier komplett freischalten, bekommen wir mehr Renown. Deswegen würde ich ganz gerne hier schon mal Insight und so. Wunderbar. Das würde ich gerne machen, denn das wollte ich auf keinen Fall vergessen. Victor trains everyone to pay extra attention when exploring the wilds. An expedition leads to unknown locations full of discoveries to be made. Also, Victor... schärft allen ein, dass sie besondere Aufmerksamkeit darauf legen sollen, wenn sie die Wildnis, also besonders aufmerksam sein sollen, wenn sie die Wildnis erforschen. Und
Eine weitere Expedition. Kriegen wir einen weiteren Expeditionsspot, der uns irgendwo Neues hinführt? The crew trains to take an extra good look whenever a certain type of challenge arises. Wir können jetzt also gucken, wir haben die Natural. Wenn wir also eines von diesen Dingern hier wählen, dann bekommen wir immer einen extra Study-Token. Das würde ich gerne noch verteilen. Nature Challenge. Ich hätte vielleicht vorher gucken sollen, wo wir als nächstes hingehen. Cultural Challenge. Ich würde aber fast sagen, wir nehmen die Wits Challenge. Davon gibt es eigentlich immer was. Okay, choose one. Okay, with so much expertise in the art of observation and the scientific method, the crew has learned new ways to use their gains to acquire more renown. Where has the crew gained expert efficiency? Okay, wir bekommen jetzt also immer mehr renown, dadurch, dass wir uns... dass wir uns besser umsehen, dass wir mehr forschen, dass wir wissenschaftliche Methoden anwenden. Where has the crew gained expert efficiency? Also, wir können das jetzt also einen dieser Werte aussuchen und immer wenn wir den bekommen, bekommen wir ganz besonders viel Renown, nämlich 50% mehr. Wo hatten wir denn am meisten? Ich glaube fast, das waren unser Status war am meisten, oder? Status oder Gold? Wisst ihr was? Ich sag jetzt einfach Gold. Denn ich sehe gerade, wir haben mehr Gold bekommen. Ihr seht ja, so far, you have gained 115 renown from gold. Wir können hier jetzt gucken, also am wenigsten Gold haben wir von Study bekommen. Danach Status und jetzt Gold. Ich würde sagen, dann nehmen wir Gold. Hier. Als nächstes könnten wir eben hier History, das haben wir auch freigeschalten, könnten wir hier Inside ein Lobby ist. Wir könnten hier, aber das machen wir erst das nächste Mal. Ich wollte jetzt nur das erste noch schnell machen, weil wir... weil ich das eben nicht vergessen darf. Nicht, dass ich irgendwie gucke, dass ich meine Sachen anderweitig ausgebe. Und da wussten wir eben schon, dass wir das machen wollen. Jetzt mache ich aber für heute Schluss. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Feiern wir ein bisschen, dass wir den Hexendoktor geschlagen haben mit freundlichen Mitteln und netten Worten. Er wollte uns den Schatz ja ganz gerne geben. Seien wir ehrlich, er war ein bisschen nervig. Aber mein Gott, das muss man alten Leuten auch mal verzeihen. Und der Witch-Doktor war vermutlich wirklich steinalt. Wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein würdet, würde ich mich natürlich auch freuen. Ich weiß noch nicht, wohin die Expedition dann gehen wird. Wie gesagt, ich gehe jetzt einfach ein bisschen Punkte ausgeben, ein wenig offscreen. Denn das ist ja immer nur dasselbe. Es ist, ich gucke, wo wir hin müssen, ich schaue, was am meisten bringt. Ich verteile die Punkte. Wenn es was Interessantes gibt, wie zum Beispiel, wohin Quarmes Weg geht, also ob wir jetzt, welche der beiden Punkte wir nehmen, hier, ob wir tatsächlich dieses Limitless Excitement nehmen oder eventuell African Roots, oder falls ich neue Trinkets oder neue Ausrüstung kaufe, dann zeige ich euch das natürlich. Keine Sorge, ihr werdet da nicht irgendwelche schrecklichen Überraschungen erleben. Und natürlich werde ich auch unsere Punkte hier vielleicht bei der Entourage oder so eventuell mit euch zusammen ausgeben, wenn ich mir dann überlegt habe, was wir machen. Das allerdings alles erst in der nächsten Episode von Renowned Explorers. Und bis dahin macht euch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!